has qualified for the finals. And now, ladies and gentlemen, next event, we have a second qualifying. After that, we will have a short break till 16:30 till 4:30 p.m. for you, the possibility to take your meal and to relax a little bit. Danach, hier nach diesem zweiten Qualifikationslauf, dann die Unterbrechung bis 16:30 Uhr. Da setzen wir dann das Programm fort. Für Sie Gelegenheit, eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken und sich zu freuen auf die Veranstaltung dann am Abend mit einigen Entscheidungen. Ladies and gentlemen, presentation of the riders for the second qualifying heat. At the railing, we see number 53, Denis Denisov, Russian Federation, 76, Raul Garcia, Pirna, Spain, 103, Otto Strandquist, Sweden, 141, René Smekal, Czech Republic, 121, Mathias Guillemette, Canada, 295, Alexander Smetaniuk, Ukraine, 91, Abdul Azim Alias, Malaysia, number 43, Bethel Temple Okeya, Nigeria, and number 40, Thomas Aguirre Garza, Mexico. On the blue band, number 4, Tim Waffler, Austria, 57, Chi Zheng Chang, Chinese Taipei, 260, David Wisniewski, Poland, 266, Diogo Narciso, Portugal, 145, Benjamin Hertz, Denmark, number 71, Anderson Arboleda Ruiz, Colombia, 155, Brion Monnier, France, number 11, Jakob Thomas Deca Suniga, Chile, and number 19, Youssef Awel Hassan, Egypt. Gleiche Distanz, 30 Runden, 7,5 Kilometer, same distance, 30 laps to go, 7,5 Kilometers. Startschuss. Zweiter Vorlauf, zweiter Qualifikationslauf über 7,5 Kilometer, 30 Runden auch hier. Also die besten 12, die einziehen werden ins Finale. Erste Attacke, Portugal hat sich so ein bisschen angekündigt, hat immer wieder geschaut, hat Schwung geholt, aber der Mann aus Russland schließt hier wieder die Lücke. Dann Ukraine, dann Waffler aus Österreich. Tim Waffler aus Österreich jetzt also an der Spitze, geht aber auch hier wieder hoch. Sehen wir den Mann aus Tschechien ganz vorne mit der 141, René Schmikal,
aber auch diese Situation ist längst neutralisiert. Jetzt eine richtig ernst gemeinte Attacke. Der Mann aus Chile. Aber muss hier den langen Weg fahren. Ja, und der Mann aus der Ukraine ist natürlich auch super gefährlich. Also der Vorstoß hat jetzt erstmal gesessen. Ukraine und Chile an der Spitze. In der Verfolgung der Mann aus Schweden, Strandquist. In the lead now, the rider of Chinese Taipei, that's Shang Shisheng. And now the rider of the Ukraine, taking the first position, 295, that's Smetanyuk. But now the riders are back in the bunch. Lead now for the Russian Federation, Denisov. And in second position, the rider from Austria, Wafler. So very high speed, 18 laps to go, 18 tours à parcourir. Maintenant, 18 Runden zu reiten. Und jetzt ist es Dänemark an der Spitze, 17 Runden noch zu fahren, die immer wieder auch starke Verfolger haben. Und der Däne setzt sich jetzt hier leicht ab, Benjamin Herz. Und auch Spanien an der Spitze. Two riders in the lead, Garcia from Spain and Herz from Denmark. These are the two riders taking the lead now. 16 laps to go. Deux coureurs en tête de l'Espagne et de Danemark. Und diese Attacke, dieser Vorstoß, der hat wirklich gesessen. Und die beiden, die verstehen sich auch gut, also lösen sich ab. Jeder fährt hier eine halbe Runde an der Spitze. Kanada in der Nachführarbeit, genauso wie Mexiko. Guillemette from Canada is now trying to catch the riders back in the lead. But still Spain and Denmark in the lead, 14 laps to go. Followed by Canada, Guillemette in the blue, white and dark jersey. 13 laps to go, the head of the race now at the line. Und die Frage ist, gibt sich das Feld jetzt geschlagen in dieser Situation? Die Männer vorn machen weiter bodengut. Noch 12 Runden. In difficulties, the rider from Nigeria, who has lost the contact to the bunch. Three riders are the head of the race. Red jersey for Denmark, yellow and red for Spain, and blue-white jersey for Canada. And we have another two riders going out of the bunch from Chinese Taipei and Austria. Also, Attacke auch aus dem Feld heraus, aus dem Fahrer von Chinesisch Taipei und Wafler aus Österreich. And we have a gaining lap for Guillemette from Canada. For the three riders in the lead, Herz from Denmark also. Ja, und für die drei Rennfahrer, die hier den Rundengewinn geholt haben, sieht es schon mal sehr, sehr gut aus, dass sie sich qualifizieren für das Finale. Jetzt Spitze auf der Bahn, Tim Wafler. Der Mann aus Österreich und der Mann aus Chinesisch Taipei. New head of the race, the riders in the red and blue-white jersey from Chinese Taipei and Austria.
number 57 and 4, followed by the rider of Chile. And we have also winning lap for the rider from Chinese Taipei and Austria, and also for the rider from Chile. Und damit 6 Rennfahrer mit Rundengewinn. Und die 6 Rennfahrer sind schon einmal auf der sicheren Seite. 2 laps to go and we have the next attack in the bunch. Dark jersey, the rider of Malaysia, but now taking the lead, the 103 coming from Sweden, Otto Strandqvist. And the rider from Nigeria has to finish the race, and now the attack of a French rider, attack coureur de la France, Monnier. Und der Mann aus Frankreich hat super, super schnelle Beine, wird sich damit also auch qualifizieren für das Finale. Seventh place for the rider of France, and we will wait for the official results, ladies and gentlemen, in a few moments. So we had 6 riders gaining a lap, ladies and gentlemen. That was Garcia from Spain, Guillemette from Canada, Waffler, Austria, Chang from Chinese Taipei, Hertz from Denmark, and Deka Zuniga from Chile. These were the 6 riders gaining a lap. Then in 7th place we had Monnier from France. These riders are qualified for the final. We are still waiting for the confirmation of the jury, and we may invite you to the next program or the afternoon program, ladies and gentlemen. We will restart the program at 16:30, at 4:30 with the Kyrian men, the quarterfinals, 3 heats. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen jetzt das Programm bis 16.30 Uhr. Da geht es dann weiter mit den Viertelfinalläufen im Kairin der Junioren. Ja, wir dürfen Ihnen noch sagen, was Sie heute noch erwartet, meine Damen und Herren. Wir werden Ihnen heute noch präsentieren die Mannschaftsverfolgung der Juniorinnen. Sprint natürlich mit dabei, Kairin und Scratch-Finals. Also da dürfen Sie sich noch auf einiges freuen, heute hier am 2. Wettkampftag dieser Juniorenbahn-Weltmeisterschaften. We will present the team pursuit this afternoon, the sprint, Kairin and Scratch, also the reward ceremonies at the end of the competition today. Approximately we will have the last ceremony at 7:30 p.m. tonight. So, and here we are with the confirmation of the results, hopefully in a few moments on the scoreboard. So, qualified Monnier, France, Hertz, Denmark, Guillemette, Canada, Descartes.